Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hollen Hearts Event Video. Wir stehen hier noch in Aalborg, Dänemark. Und schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Ja, dann würde ich sagen, weil es halt so mit die beste ist. Ist halt wirklich die beste. Werde ich es wahrscheinlich auch nicht in einem Rutsch schaffen, aber dann würde ich sagen, fahren wir für 37.000 Valentinstagsgeschenke nach Paldiski in Estland zum Baltic Logistic Transport. Dann wollen wir mal los. Ist ja nicht allzu weit entfernt jetzt. Haben wir die Fracht auch gleich direkt drauf. Werden wir schön den Sonnenuntergang haben. Machen wir dasselbe wie beim letzten Mal. Immer geradeaus. Glaube ich sogar da, wo wir aus. Nee, wir fahren nicht zu Nordic Crowns, aber wir fahren in das Gebiet von Nordic Crowns. Glaube ich. Ja. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Das war eine etwas andere Fracht. Kein Diesel oder sonstiges. Fertig zum Losfahren. Dann machen wir das auch mal. Wahrscheinlich rechts rum. Ja. Und dann wollen wir mal nach Friedrichshafen, um dann wieder zur nächsten Fähre zu fahren. Wahrscheinlich ist es dann wieder bei Stockholm, kann das sein? Nee, wir fahren sogar an Stockholm vorbei. Richtung Uppsala und bei Kapellskär, dann geht das rüber. Demnächst rechts abbiegen. Ich werde dann aber nochmal eine Pause einlegen müssen, weil ich gleich nochmal eine Schicht habe. Aber das läuft dann jetzt ja gerade alles relativ gut. Dann würde ich nur noch Sonntag eine Fahrt aufnehmen und dann bin ich fertig, was das betrifft.
biege nach links ab. Die Ampel noch. Biege nach links ab. Sehr schön. So wie es sein soll. Aus Werner Friedrichshafen. Und jetzt halt. Es könnte auch mal sein, dass das nächste ATS wieder noch mal ein bisschen kürzer wird, weil. Ja. Ich lange arbeiten muss und danach noch mal kurz einkaufen muss. Bitte rechts halten. Sprechen, welche Zeit benötigen wahrscheinlich. Also wird es eine Kurzfahrt werden müssen. Ist noch wieder spät ist. Ich glaube, ich dann auch in Göteborg dann die Fahrt dann an der Schicht mal fortsetzen. Dementsprechend schon ein bisschen früher jetzt hier gleich Schluss machen.
Okay. In den Kopf passt man jetzt rechts abbiegen muss direkt, aber dann war es woanders. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Kann ja mal passieren. Das muss ich verwechseln woanders. Biege nach rechts ab. Ich wollte schon wieder zu Frühlings abbiegen. Auf nach Göteborg. Neu berechnen. Dann wollen wir mal weiterhin hoffen, dass es schnell Tag wird, weil die Sonne draußen scheint. Und ich gerade nicht allzu viel sehe. Nach links ab. Immer geradeaus. Gehen wir mal ein bisschen näher an den Monitor ran, damit man noch was sieht. Wahrscheinlich so kurz vor Jönköping, werde ich wieder was sehen können. Apropos was sehen können. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Nimm die Ausfahrt links. Ach man, jedes Mal dasselbe Mist hier wieder. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie teilweise ist es echt random, wie das dann. Dass nicht dann plötzlich aus ist. Ich glaube, es liegt halt eher daran, weil ich in das Spiel speichere und neu lade. Dass dann irgendwie das Licht zurückgesetzt wird.
die Felsen kommen. Geradeaus. Ah, ich glaube, da fehlt der Abstand mit den ab und zu 70ern. Yes. Ich frage mich, ob ich mich erinnern zu können wieder. Ich brauche die Uhrzeit noch. Auf dem rechten Monitor. Meine Güte, brauche ich die PS4 gerade lange. Sehr gut, ja gut, sagen PS4, ne? Also. Also ich habe mir gedacht, dass ich mir dann eine PS, also ich habe, es gibt bis jetzt nur Gerüchte und so weiter. Ist noch nicht offiziell bestätigt worden, aber Gerüchten zufolge soll es, glaube ich, in einem der letzten Quartale dieses Jahres die PS5 Pro rauskommen. Auch wenn ich jetzt schon wieder Sachen gelesen habe von wegen PS6 und so. Also deswegen mein Gedanke, okay, ich muss jetzt keine PS5, wenn sie im Angebot ist, was ich, egal ob es nicht normal ist oder nicht schlimm ist, sondern ich wollte einfach auch die Pro. Aber jetzt ist auch die PS5 Slim, glaube ich, zumindest runtergesetzt. Also allgemein glaube ich, die Preise sind jetzt reduziert worden, weil sie sich nicht mehr so gut verkauft haben, wie sie sich erhofften. Immer geradeaus. Der Ende der ganze dauert doch schon ein bisschen, wenn man hier teilweise lädt und so. Im Vergleich zu anderen Leuten, die eine PS5 haben. Immer geradeaus.
weiter auf der F4 nach Stockholm. Aber erst Lin und Jönköping. Das war Jönköping. Lin-Köping. Ja, ich würde da gerne links rüber, aber. Schwierig. Fahren wir überhaupt noch hin? Immer geradeaus. Was? Erheblicher Fahrzeugverschleiß. Ah, okay. Das ist gar nicht der Damage so richtig, sondern das ist einfach nur der Fahrzeugverschleiß, ja. Scheinbar auch über 5% ist oder so. Wer ist das? Der ist so wie langsam ein bisschen beschleunigt. Aber schon befürchtet, er eiert jetzt vor mir her. Schlafplatz brauchen wir nicht. Wir schlafen ja mehr oder weniger wieder. Wenn wir zur Fähre, auf die Fähre nach Paldeski gehen. Ist auch wieder ein bisschen Reisezeit, die wir dann haben. Wieder ins Ganyan, nicht mehr wahrscheinlich mit irgendwie sowas wie Salzsäure oder so. Natriumchlorid. Oder auch was ganz anderes, und ich habe einfach nur das ADR-Zeichen interpretiert. Ja, schon häufig jetzt gerade, also vieles gar nicht hier rum, ne, was da nice ist. Vereinsam mal hier ein Renault, ein Dach und so. Und wir natürlich. Das ist halt in Stockholm. Ich werde Tempo aussehen müssen gleich.
später denn aber? Never mind. Wir sind ja schon bei Linköping. Ich denke, wir werden noch erst bei Jönköping. Aber wenn wir schon bei Linköping sind, dann sind wir auch nicht allzu weit entfernt von Södertälje und auch dementsprechend in Stockholm. Sind ja gleich vor Södertälje und vor Stockholm. Ein Abschnitt, wo wir nicht mehr 80 fahren dürfen, sondern nur 70. Da muss ich auch jetzt dran denken, aber gegen Spur ist es ja nicht so. Mal gucken, wie viel Platz auf der Platte ist, das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Wird ja Zeit, also dass ich da mal nachschaue. Also auch mal wieder anfangen, weiter Streams zu downloaden, bevor die alle verschwinden. Ich würde aber auch vielleicht gleich mal weiter fortsetzen. Ich glaube, ungefähr grob geschätzt noch 18 Streams oder so, die ich ungünstig ziehen muss, weil das Programm einfach nicht will. Immer geradeaus. Dementsprechend sind das dann das sind die eigenen Videos, sondern ja, unterteilten Clips. Die man dementsprechend wieder zusammenfügen muss. Also es sind eigentlich 18 plus, weil wenn, ja, ich garantiere nicht alles in einem Tag runtergeladen bekomme, weil, ja, mein Leben nur was anderes machen möchte. Von daher sind das dann mehr als das und, ja, ist wahrscheinlich ein Projekt, was ich vielleicht nächste Woche schon anfangen kann oder
Also quasi in der Woche, wo die ersten Videos vom Valentinstags-Event rauskommen oder die Woche darauf. Ja, die Woche darauf, wenn ich wirklich alle 14 Videos raus weggerendert bekomme in der ersten Woche nach dem Hordenharz-Event, dann kann ich am Ende der Woche damit dann so richtig loslegen. Aber die 70, die ich wieder nicht gesehen habe, weil ich nicht darauf geachtet habe. Und dann können wir beschleunigen auf 80. Ich sollte einfach dann heute ist ja noch Samstag, der Tag bevor das Event beendet, werde ich dann wahrscheinlich heute dann zumindest wieder ein paar Videos dann hochladen, damit ich ein bisschen mehr Fernfälle bekomme. In der Theorie zumindest. Aber guck mal, ich denke mal, das sind noch so um die 300 GB freier Speicherplatz drauf. Wohin? Was? Ausfahrt nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ausgezeichnet, dann fahren wir wieder schön mal dieses Fußbett rüber. In der Staffel, glaube ich, mal Probleme gehabt, oder war das hier? Mal schon. Wir haben ja auch einige Gebäude-Props und so, ne? Und dann ohnehin schon mehr. Ab nach Uppsala. Ja, da fahren wir jetzt hin. Auch ein interessanter Gebruch aus Klotz da links. Muss wahrscheinlich jetzt links rum, ne?
kann man noch vor uns zur Fähre. Ich fliege aber ein bisschen. Geschossen. Und hier endet die Autobahn. Verkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh, da geht es ja gar nicht lang. Bis das Auto muss dort auch lang gehen würde. Aber offenbar nicht. Sehnfläche wieder. Demnächst links abbiegen. Wir saugen halt einen Couple Scare. Ah, hier sind wir, okay. Nach Nantali und Paldiski. Bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Gin, fahren wir mal auf die Fähre drauf und setzen dann über. Oh. Sogar mit hier Dings Bewegungsgewickten Banner da. Dann setzen wir nach Paldiski rüber, nicht nach Nantali. Dann sind wir schon dort. 9,5 Stunden, okay, Fahrzeit 1270 Euro. Ihr sagt mal Paldiski Baltic Tourist 3 von 35. Dann haben wir jetzt hier noch 3 Kilometer Fahrt.
Fahren wir mal bei 30 anstelle von 20, weil wir die 30 einstellen können. Und wie wär's mit 20? Demnächst rechts abbiegen. Nice, mit Bahnübergang. Biege nach rechts ab. Weiter mit 20, okay. Und dann verlassen wir das Hafengelände. Ist ja gut. Ich habe verstanden, die Winde schnell. Immer geradeaus. Jetzt 50? Ja, gut. Kurzer Abschnitt 50, wir sind ja schon gleich dort. Also muss auch ein Schlafplatz und. Biege nach rechts ab. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neue Route finden. Aber natürlich. Endlich, wir sind da. Dann nahmen wir die Fracht ab. Startplatz. Ausgezeichnet Valentinstagsgeschenke von Aalborg nach Paldiski geliefert. Gefahrenstrecke 690 Kilometer. Dauer wie auch immer lange die Fahrt gedauert hat. Verbrauchter Kraftstoff 248 Liter. Das war der 192. erledigt. Der 2 World of Trucks Auftrag. 37.400 Euro gab es dafür und 878 Erfahrungspunkte. Den wollen wir hier vorne hin. Hauen wir so aufs Ohr. Fahrt vorsichtig. Biege nach links ab. Schau mal jetzt gleich nach, wie viel Platz auf dem Platte ist. Biege nach links ab. Alright. Bisschen zu weit rausgeschossen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, und direkt nochmal voll tanken. Vor der nächsten Fahrt. Und wir sind fertig. Und dann gibt es morgen dann. Die letzte Fahrt, kommen wir hier pennen? Ja. Dann gibt es morgen die letzte Fahrt in ATS und übermorgen in ETS 2 vom Hall & Hearts Event. Ja, was hat dir gefallen? Und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder. Mach's gut.
Tschüss.